Also ich bin jemand, der sehr nach Stimmung liest. Und da kommt es natürlich ab und zu mal vor, dass man Bücher liest, die scheiße sind. Ich finde das immer nicht so schlimm. Ich kann das relativ gut verkraften. Ich reg mich da auch nicht groß drüber auf. Oft denke ich auch, ja, ich kann verstehen, warum Leute dieses Buch mögen. Ich mag es nicht. Selten rege ich mich über Bücher auch mal auf. Also da müssen sie ja schon sehr schlecht gewesen sein. Und ganz, ganz selten kommt es auch mal vor, dass ich selbst nach Jahren noch einen Hass auf das Buch habe, was ich gelesen habe. Es kommt sehr selten vor, aber es gibt so ein paar von diesen Büchern und ich wollte heute mal über eins, eigentlich sogar zwei, reden. Diese beiden Bücher mag ich aus denselben Gründen nicht. Die sind aus denselben Gründen scheiße, deswegen fasse ich sie jetzt mal zusammen. Ich kann mich an das eine auch nicht mehr so gut erinnern. Und ja, ich bin ein bisschen nervös, dieses Video zu machen. Nicht, weil der Autor dieser beiden Bücher einer der beliebtesten, bekanntesten und erfolgreichsten Autoren Deutschlands überhaupt ist, sondern weil ich Angst habe, dass ich nicht gut genug rüberbringe, was an diesen Büchern so scheiße ist. Der Autor heißt Wolfgang Holbein, den ihr sicherlich kennen werdet. Und die Bücher heißen einmal Das Avalon-Projekt und Die Flut. Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich geschafft, völlig unbeabsichtigt, weder in meiner Jugend noch in meiner Kindheit irgendwelche Holbein-Bücher zu lesen. Ich hatte immer, wie immer, andere Interessen und wusste, dass es diese Bücher gibt, aber ich hatte nie den Impuls, die zu lesen. Bis ich dann irgendwann mal so Anfang der 2000er über ein Holbein-Buch gestolpert bin, nämlich das Avalon-Projekt, und gedacht habe, oh, das klingt aber spannend. Und der Holbein soll ja auch ganz gut sein. Das leihen wir uns mal aus. Ich habe Gott sei Dank kein Geld dafür ausgegeben. Und ich habe das Avalon-Projekt gelesen und ich fand es ziemlich scheiße. Aber ich habe gedacht, es liegt an mir, weil alle finden Wolfgang Holbein gut. Es muss an mir liegen. Und dann habe ich gesagt, okay, versuchen wir es nochmal mit einem Buch. Und habe Die Flut gelesen. Und ja, diese beiden Bücher in Kombination haben mich ziemlich geärgert. Und sie haben mich so sehr geärgert, dass ich jetzt, 20 Jahre später, 20 Jahre später, immer noch wütend drauf bin. Okay, wie gesagt, an das Avalon-Projekt erinnere ich mich nicht mehr so gut. Ich weiß nur, dass es ähnliche Gründe waren, warum ich das auch nicht gut fand. In der Flut geht es darum, ja, es regnet irgendwie seit Wochen. Es ist so eine Weltuntergangsstimmung. Es passieren merkwürdige Dinge. Es gibt ein Rätsel. Und ja, sozusagen Endzeitstimmung, der Weltuntergang muss aufgehalten werden. Und es geht vor allen Dingen um zwei Leute, ich glaube einen Mann und eine Frau, die halt versuchen, dieses Rätsel zu lösen, warum jetzt die Welt untergeht und warum es so viel regnet. Die versuchen, die Flut aufzuhalten und die reisen nach Rom, wo sie sich dem Ganzen stellen und dann den Weltuntergang verhindern. Sie werden dabei verfolgt. Und ich glaube, das ist alles, was ich über die Handlung sagen kann. Man muss dazu sagen, natürlich sind alle Charaktere da sehr unsympathisch. Das setze ich einfach mal voraus. Das ist auch gar nicht so das Problem. Das Problem ist eigentlich, dass dieses Buch so ungefähr 630 Seiten hat und genug Handlung für ungefähr so, seien wir großzügig und sagen wir 50. Es gibt in diesem Buch so viele Fluchtszenen, also sie starten, glaube ich, irgendwo an der Nordsee oder so, irgendwo im Norden Deutschlands und kämpfen sich dann halt nach Rom durch und sie werden verfolgt. Und diese Verfolgungsszenen nehmen einen sehr, 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 sehr großen Teil dieses Buches ein. Und am Anfang wird halt die ganze Sache etabliert, so es regnet und das passiert und ja, die Frau ist aus ihrer Heimat geflüchtet, weil irgendwas Schreckliches passiert ist. Und diese Spannung wird aufgebaut, so worum geht es hier eigentlich, was passiert hier gerade, was kann man tun, um diese Flut zu stoppen. Und natürlich werden nicht sofort Antworten gegeben, das ist ja klar. Stattdessen haben wir halt die Flucht. Das ist so ziemlich die einzige Handlung, die auf den meisten Seiten passiert. Sie flüchten vor irgendwelchen Leuten mit Waffen und es wird gemetzelt und geschossen und gerannt und durch den strömenden Regen gelaufen und es geht wirklich nur um diese Flucht durch den Regen. Es wird sehr oft gesagt, dass es regnet.
Das ist halt nass. Es regnet sehr viel. Flutartig sozusagen. Sind flutartiger Regen. Sehr starker Regen. Nun ist es so, dass man in Büchern ja die Zeit unterschiedlich schnell vergehen lassen kann. Man kann eine ganze Äonen innerhalb von einem einzigen Absatz erzählen. Oder man kann eine Sekunde 50 Seiten lang beschreiben. Und für genau das hat sich Wolfgang Holbein entschieden. Und zwar wirklich bei jeder Flucht- und Action-Szene wird wirklich en Detail beschrieben, was gerade passiert. Also es kann sein, dass die Charaktere aus einem Haus über einen Feldweg in den Wald flüchten und diese Handlung, die in der realen Zeit vielleicht 10 Minuten dauert, wird auf 50 Seiten ausgedehnt. Und es treibt die Handlung nicht wirklich voran. Klar, es passiert immer irgendwas, es ist Action, Action, Action. Aber es passiert auch irgendwie nichts. Es ist irgendwie langweilig, weil sie laufen ja nur weg. Sie werden vielleicht angeschossen, sie stolpern, sie fallen in Pfützen, sie werden durchnässt, sie sind erschöpft. Und das Ganze zieht sich und zieht sich und zieht sich. Und dann kommt man vielleicht irgendwann an und hat kurze Durchschnaufpause. Und wenn man Glück hat, dann werden so ein paar Informationen eingestreut. Aber eigentlich eher nicht. Man hat immer so das Versprechen, so beim nächsten Stopp, wenn die Charaktere wieder ein bisschen Atempause haben, dann erfahren wir was Neues. Dann erfahren wir, was hier eigentlich los ist und warum das Ganze stattfindet. Aber nein, wir werden immer so ein bisschen wie so ein Bär in der Manege am Ring so durch die Manege gezogen und werden so hingehalten. Und das über 600 Seiten. Nur ein Beispiel. So am Anfang wird angedeutet, dass irgendwas Schreckliches passiert ist und die Hauptperson deswegen ihre Heimat verlassen musste oder ihren Job oder irgendwas. Das Ganze wird dann 200 Seiten später aufgelöst. Was aber auch nicht so wirklich was mit der Handlung zu tun hat. Und eigentlich ist es auch ein bisschen spät für Charakterentwicklung. Es ist nur einfach eine Information, die uns die ganze Zeit wie so eine Karotte vor der Nase gehalten wird, damit wir dranbleiben. Ich muss sagen, das klappt. Ne? Also man möchte natürlich wissen, es ist ein Riesengeheimnis und das, was am Ende passieren wird, das wird ein Riesenknall gehen. Man möchte das natürlich wissen. Und deswegen bleibt man auch dran. Und das ist ganz gut gemacht. Allerdings ist es so, wenn man 600 Seiten lang jetzt auf so eine Auflösung hinarbeitet und auf die Informationen wartet und die Information einem vorenthalten wird, dann ist man irgendwann frustriert und dann möchte man natürlich auch wissen, was das nun ist. Und dann ist die Auflösung, ja, die verpufft dann ein bisschen, weil so eine tolle Auflösung ist es dann nicht. Ne? Also wenn es ein 270-Seiten-Roman gewesen wäre, dann wäre es in Ordnung gewesen, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen dumm gewesen, aber wäre nicht so schlimm. Aber wenn man 600 Seiten lang dieses retardierende Moment hat und keine Auflösung kriegt und die Auflösung dann einfach so puff macht und nicht knallbums, dann ist es doch etwas enttäuschend. Ich habe dieses Buch gelesen und habe mir hinterher gedacht, was soll das? Wieso ist diese Handlung so ausgewalzt? Wieso habe ich jetzt gerade seitenlang irgendwelche Action- und Fluchtszenen gelesen, die nicht zur Handlung beitragen? Ich mag Action. Action ist super, aber Action ist kein Ersatz für Handlung. Dieses Buch hat mich so dermaßen enttäuscht. Ich war richtig, richtig ärgerlich, dass ich so viel Zeit für dieses Buch aufgewandt habe. Und beim Avalon-Projekt war es ja genauso. Da ist es ähnlich, da ist auch sehr viel Action, ohne dass da irgendwas dahinter steckt und dass irgendwelche Auflösungen gegeben werden. Ich habe mich so geärgert, ich habe seitdem kein Wolfgang Holbein-Buch mehr angefasst. Und ich werde es auch nicht tun. Der kann den größten Bestseller aller Zeiten schreiben. Der kann das geilste Buch aller Zeiten schreiben, aber ich lasse mich nicht dreimal verarschen, Entschuldigung. Also, zweite Chance, okay, aber vergeigt. Ja, ich habe mich ein paar Mal mit Leuten darüber unterhalten und viele haben gesagt, ja, die Bücher, die er mit seiner Frau geschrieben hat, die sind besser. Kann sein. Ich werde es nie erfahren. Ich kann nur jedem davon abraten, ausgerechnet diese beiden Holbein-Bücher zu lesen. Nein. Einfach nur nein.